Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von olase.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Tiny Life. Dazu ein bisschen Floskelei zum Start. Was ist 13 Jahre alt, sitzt zu Hause vor seinem Pentium 2 350 MHz mit wahnsinnigen 32 MB Speicher und spielt Sims? Richtig, ich. Vor einer gefühlten Ewigkeit. Und auch wenn Sims 1 irgendwann vor tausenden von Jahren mal für Linux veröffentlicht und verfügbar gewesen sein muss, so ist es das heute, x Jahre später, nicht mehr, ganz zu schweigen von Sims 2 und Sims 3. Ja, Wine, Proton und wie sie alle heißen, natürlich, da geht sicherlich einiges, auch wenn ich mir jetzt die ganzen Artikel dazu nicht im Detail durchgelesen habe und die Titel auch nie getestet habe, aber das nur am Rande. Denn wir sprechen heute Tiny Life, ein Spiel, was mich nicht ganz grundlos an die Sims oder generell die Sims-Reihe erinnert. Aber ja, das nur am Rande. Im Moment Public Alpha Version 0.20.0. Die ist jetzt 17 Tage alt oder so bei Veröffentlichung dieses Videos. Müsst ihr mal schauen. Vielleicht gibt es auch schon was Neues. Wir gucken uns das Gameplay an und dann werdet ihr auch erkennen, was ich meine, wenn ich sage ähnlich. Mit mehr Pixeln, aber dazu kommen wir dann gleich. Das Ganze auf Englisch, ich glaube, Deutsch gibt es nicht, oder doch? Ja, teste ich gleich nochmal, aber ich glaube nicht. Ein Name für eine neue Siedlung, das Ding nennen wir natürlich Olase. Maple Plains City lassen wir mal aktiviert. Sonst wäre es langweilig, ich kann auch gar nichts anderes auswählen. Mehrere oder andere Welten kommen bald, also das ist so quasi die Plane, die ihr bespielt. Und sagen wir mal dann, da wird hier was geladen. Und Tinies walk a lot more slowly than usual if they're stunned. Gut, hier ein bisschen Tutorial-Krams, to move the camera, mouse right und so weiter und so fort. Ich nehme mal an, wir klicken das jetzt einfach mal ungelesen weg. Weil ich nun mal so bin, denn ich will Gameplay zeigen und kein. Wie geht das? Also, Übersichtskarte, auch hier schon irgendwie gewisse Assoziation mit einem gewissen Spiel, das ich vielleicht in diesem Video schon genannt haben könnte, man weiß es nicht genau. Und zwei Demo-Familien, glaube ich. Genau. Glaube ich, ich weiß es nicht. Ich würde gerne jetzt irgendwo bauen, ein Haus, am liebsten dort. Ich möchte einen neuen Haushalt dort etablieren. Oh, sehr gut. Und sie lassen wir einfach genauso, wie sie ist. Sie heißt Rhonda Red. Aus Gründen. Sie ist erwachsen, alles andere wäre auch blöd. Und ich würde sagen, die Voreinstellungen, man kann man jetzt eine ganze Menge irgendwie noch anpassen. Lassen wir erstmal so, wie es ist. Auch Voice, aber Personality. Packen wir noch irgendwas drauf. Sie ist kreativ, klingt gut und man mag sie. Und asexuell, Aromantik. Sie hasst Kinder. Großartig. Dann. Ja, komm, wir machen zwei dazu. Add Outfit. Ach nee, ich dachte, ich würde jetzt einen zweiten. Wie hätte ich bei der Sim gesagt? Einen zweiten Tiny hinzufügen. Ah, hier unten da. Add a Tiny. Oh, Eddie. Eddie Eyes. So, Eddie Eyes. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das gerade tue. Meine eigene Spielerfahrung ist noch recht beschränkt, was das Spiel angeht. Aber ich habe es bereits jetzt. Unrelated Household Member. Nein, das ist. Die sind Distance Relative. Genau. Eddie Eyes ist gemein, also mean. Und er ist ein Denker. Genau. Dann. Und zack, schon sind wir in-game. Rhonda und Eddie. Irgendwo hier in the middle of nowhere. Jetzt fragt ihr euch, was, warum? Du hast doch eben ein Grundstück ausgewählt. Da müssen die doch jetzt. Ja. Bin ich ja. Das ist das Grundstück. Aber ich kann auf die ganze Karte zugreifen. Also ich könnte die beiden jetzt auch nehmen und könnte die hier unten einfallen lassen. Was ich natürlich nicht tun werde, denn das ist nicht das, was ihr möchtet. Ihr möchtet viel eher sehen, wie ich hier ein Haus hochzimmere. Stimmt's oder habe ich recht? Antworten sind nicht nötig. Ich kenne sie bereits.
Name der Straße ist schon gegeben. Baumodus soweit auch. Ich hätte gern Wände. Wände sind eigentlich immer sehr, sehr praktisch. Ich hoffe, das ist eine Wand. Ich gehe fest davon aus, dass es sich hierbei um eine Wand handelt. Ansonsten ist es ein pervers niedriger Zaun. Nein, wir haben einen Raum gebaut und Räume sind wichtig und aus Gründen, denn ohne Raum kein Schaum, was in dem Kontext nicht viel Sinn ergibt. Und noch einen kleinen Raum. So. Ich weiß noch nicht genau, also verzeiht mir, ich bin hier gerade so ein bisschen am. Naja, ich interpretiere das gerade so ein bisschen frei. Blauer Boden. Das. Oh. Okay. Hardwood, klar. Hartmut auf Puzzleboden und Modern Bricks. Selbstverständlich. So, also Hütte gebaut. Wallpapers. Wallpapers. Ah. Wallpapers bin ich eigentlich der Meinung, dass ruhig das ganze Haus so aussehen darf, wie man das möchte. Mit Shift-Taste, wie beim, naja, wie bei einem anderen Spiel, dessen Name bereits genannt wurde, kann man den ganzen Raum einfärben. Das hätte ich hiermit getan. Das ganze Haus hat Wolken. Ich als Mensch, der gerne mit dem Kopf in den Wolken hängt, bin da natürlich sofort dabei. Hier oben übrigens die Kohle, nehme ich an. Ich hätte gerne eine kleine Holztür, die sicherlich nicht als Eingangstür gedacht war, aber jetzt eine ist. Außerdem hätte ich gerne Fenster, weil Fenster so schön praktisch sind für diese Dinge. Damit die Nachbarn auch was zu sehen bekommen. Fenster zur Seele. In diesem Haus. Und jetzt natürlich das Wichtigste. Nicht nur das Haus an sich, sondern natürlich auch ein bisschen Interieur. Es ist deutlich mehr geworden im Vergleich zum letzten Mal. Was die Sache jetzt gerade nicht einfacher macht. Living Room würde ich sagen hier vorne. Mit einem Coffee Table. Den kann man irgendwie drehen. Aber ich sehe den Button gerade nicht. Könnt ihr mir den Button zeigen, Kinder? Ich sehe ihn wirklich nicht. Ist das etwa? Nein, das ist die Kamera. Gut, auch diese Funktion existiert. Dann ballern wir den Kaffeetable einfach hier so hin und erfreuen uns darüber, dass wir einen haben. Ein Sofa. Ach, man kann auch nicht genügend Sofa haben. Noch ein zweites. Apropos. Gut, dass ihr mich daran erinnert habt. So ein Haus braucht selbstverständlich auch Türen, da sich sonst das Fortbewegen in eben diesem nicht ganz so einfach gestaltet. Was haben wir noch? Fernseher wäre toll. Den hätte ich jetzt aber wirklich gerne gedreht, weil sonst kann man da gar nicht Fernsehen gucken. Gibt doch nicht hier. Select Move and Store. Die Maustaste? Klare Maustaste? Ich bin mir ganz sicher, ich übersehe etwas ganz Wesentliches. Egal, dann schauen Sie eben. Dann ist es eben so. Kitchen Protein Shake Maker. Genau, als erstes Objekt. Wo soll denn die Küche überhaupt hin? Hier hinten. Da, das ist doch ein schönes, schönes Küchending. Boundary Sink. Modern Counter, selbstverständlich. Ja, das gibt's doch nicht. Ganz sicher. Ja. Hätte man mal das Tutorial nicht übersprungen, wüsste man jetzt, wie es funktioniert. Aber egal. Modern Stove. Nee, ich glaube, das reicht. Das soll erstmal genügen als Küche. Bathroom. Soll er nicht gut werden, das soll er nur zeigen, was alles so geht. Ihr sollt das ja sehen und euch denken, du meine Güte, was baut der Mensch denn da für einen unglaublichen Kokolores? Das kann ich viel besser. Und in dem Moment fangt ihr an, das zu spielen, und dann ist meine Mission erfüllt. Ohne Toilette wäre vielleicht noch ganz praktisch. Also, ich bin ja durchaus gewillt, alternativen Lebensstil zu befürworten, aber eine Toilette sollte doch schon sein. Betten sind auch eigentlich in unserer Gesellschaft völlig überbewertet. Ich baue trotzdem mal welche. Und ich glaube, meine Finanzen sind gerade, haben sich gerade verabschiedet mit einem lauten Krach, Bum, Peng. Das heißt, viel mehr werde ich hier gar nicht bauen können. Sind Betten so teuer in dieser Welt? 650 Tacken für ein Bett. Für was habe ich denn jetzt so viel Geld ausgegeben? Naja, egal. Dann gibt es halt nur ein Bett. Ihr müsst euch abwechseln, sorry. Und damit ihr nicht total einschlaft, zwischendurch dürft ihr noch ein Buch lesen. Ich glaube, das ist ganz fair, eigentlich so zu Unterhaltungszwecken ein Buch lesen.
Und ihr dürft auch sitzen. Aber dann ist auch genug Luxus. Sitzen ist ein Luxusgut. Vielleicht kann ich noch irgendwie einen Teddy bauen. Nee, kann ich nicht. Oh, Zimmerpflanzen, auch ganz wichtig. Gerade dann, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man eigentlich. Oder Poster, dass man eigentlich noch Geld für Nahrung braucht. Es ist doch sehr, sehr wichtig, Poster an die Wand zu hängen. Und eine Low Hedge. Das ist natürlich auch, damit die Leute auch genau wissen, mit was für einem Schlagmensch sie es hier zu tun haben. Hecke vor der Tür. Perfekt. Okay, cool. Lot? Nein. Nein. The Lot. Oh Gott, was habe ich getan? The Lot bleibt. Was ist denn das für eine Funktion? Bewege dein Haus. Ich möchte mein Haus eine Kachel weiter nach links versetzen. Danke. Nein. So. Select Movement Store. Nein. Vielleicht höchstens, wenn man mir sagt, wie ich Dinge drehen kann, dann würde ich das vielleicht noch kurz machen. Aber wieder schreit die Zuschauerschaft, wie es funktioniert und ich kann sie nicht hören. So ist das eben mit dem zeitversetzten Arbeiten. Okay. Build Mode ist damit durch. Kommen wir zum Echtzeit-Modus. So. Oh, sie ist traurig. Oh mein Gott, warum? Es hat doch gerade erst angefangen. Erst. What? Was? Wollt ihr mit mir. Wollen wir drüber sprechen? Aggression Conversation. Plus 5. From doing pose. Okay. Okay, ich verstehe es nicht, aber es ist auch nicht wichtig. Schau dir ein Drama an im TV. Ja, und jetzt in dem Moment, Haus gebaut. Leute eingezogen, und jetzt steuert man die halt quasi durch ihr tägliches Leben, wenn man das denn möchte. Irgendwie können die sich auch einen Job suchen. Ich habe allerdings vergessen, wie das geht. Ich glaube, dafür braucht man einen Computer, was nicht funktionieren wird bei $43. Und deswegen waschen wir uns stattdessen die Hände, denn wir alle wissen, es ist sehr viel einfacher, das Leben zu leben, wenn man saubere Hände hat. Da kann man auch schon mal auf eine Arbeit verzichten. Außerdem setzen wir uns aufs Bett, weil das schön gesund ist und ihmchen serviert Essen. Zwar Mac and Cheese. Nachdem er aufgehört hat, die Nachrichten zu sehen. Okay, er ist beschäftigt. Sie sitzt auf dem Bett und es hat die Zeit ihres Lebens. Bäume kann man zwar highlighten, aber irgendwie nichts mehr tun. Aber wir könnten ja auch mal nebenan irgendwie auf dieses Freizeitgelände gehen. Es gibt nämlich nicht nur Häusergelände oder Nachbarn. Wir könnten auch Nachbarn besuchen, wenn wir wollten. Sondern es gibt auch Parks und Freizeitgelände. Das ist einer davon. Könnte ich jetzt hier Dinge erstellen, mich hinsetzen, Essen grillen, mich hinsetzen. Man kann sich nicht oft genug hinsetzen. Und ja, das wäre möglich. Wir können ja zum Beispiel mal, komm mal her. Visit Campus Lane 3. Sie hat keinen Bock mehr auf ihn. Er guckt eh nur den ganzen. Was macht er eigentlich gerade? Er sitzt eh nur den ganzen Tag hier rum und schaut Fernsehen oder so. Und sie denkt sich so, nee, ich gehe mal eben zu den Nachbarn. Setze mich auf deren Couch, ohne überhaupt mit jemandem gesprochen zu haben. Kann ich Dinge stehlen? Kommen wir zu den wichtigen Fragen. Light. Ach, das ist ein Kamin. Sie ist glücklich. Sie hat bei dem Nachbarn ein Feuer angemacht und ist relativ glücklich. Sie kann auch bei dem Nachbarn schlafen, was ich absolut verträglich finde. Und ja, das erklärt auch die Situation, dass wir nur ein Bett haben, weil der Nachbar hat ja noch eins für uns. Der ist scheinbar nicht zu Hause, nur der liebe Gott weiß, wo er sich rumtreibt. Zu dieser Tageszeit. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ah, 11 Uhr. Wahrscheinlich ist er arbeiten. So, du hast gerade Langeweile? Nee, du guckst schon wieder. Ach, du guckst Comedy. Mach das Ding doch mal aus. Das geht so nicht weiter mit dir. Okay, es gibt scheinbar keinen Ausknopf. Nee, ist schon aus. Hast du eigentlich was gekocht? Pickup. Nimm den Topf mit. Oh, er hat gerade Minus bekommen für Ugly Surroundings. Habt ihr es gesehen? Was ist denn Ugly? Put down. Wo ist es denn Ugly? War es hier Ugly? Naja. Wie dem auch sei. Man weiß es nicht. Geh auf Toilette. Toilette ist wichtig. Achso, hier, ne? Übrigens, also die ganz normalen Standard, Balken, die es dann zu befriedigen gibt, gäbe. Wenn man das Ganze hier ein bisschen ernster nehmen würde, als ich es gerade tue. Und hier Unemployment. Use a computer to get a job. Ja, okay. Das wird schwierig. Wobei, wir haben ja einen Nachbarn. Hat der einen Computer? Nee, das ist auch so eine. Die schläft immer noch sehr gut. Das ist auch so eine Pomeranze, die nicht weiß, was Technik ist. Vielleicht können wir auch einen Job suchen über den Kamin. Nein, können wir nicht.
Und wenn ich Kamin sage, meine ich natürlich den Grill hier. So, wir gucken mal. Erschieße Nachbarn? Nee, gibt's nicht als Option. Naja, vielleicht wird es noch implementiert. So, gibt's hier einen Computer? Hallo. Eure Geschichten interessieren mich leider nicht. Ich brauche euren Computer, ich habe keinen Job. Okay, macht den Proteinshake. Schade, können wir uns nicht leisten. Kein Geld mehr. Aber auch dieser Nachbar besitzt entweder einen nur sehr schwer festzustellenden Computer oder eben keinen. Kann ich mich hier mit ins Bett legen? Weil wir uns so gut kennen. Scheinbar geht das. Das ist creepy. Ich akzeptiere es, aber ich finde es gestört. Okay, also, wenn jetzt noch irgendwo hier, ein Haus checken wir noch aus und dann ist dieses Video auch schon wieder vorbei. Du darfst aufwachen. Wenn jetzt hier irgendwo ein Computer wäre, hätte ich mir einen Job suchen können und wie man es aus einem anderen, nicht näher genannten Spiel kennt, würde der Tiny dann für eine gewisse Zeit das Haus verlassen und hier mit einer Arbeitsgemeinschaft oder mit einer Fahrgemeinschaft halt von dannen ziehen. Sich seines Lebens erfreuen, dafür Geld kriegen. Und so verbessert man sich immer weiter, baut sein Haus aus, gründet eine Familie oder auch eben nicht. Und auch diese arme Sau verfügt über keinen Computer. Doch, da ist der Computer. Get a job. There is no chair available. Okay, das ist natürlich jetzt sehr tückisch. Wir könnten ihn benutzen, aber in diesem vorgenerierten Haus gibt es keinen. Es gibt keinen Stuhl. Und deswegen kann man den Computer nicht benutzen. Denn wir alle wissen, Computer sind, wenn man steht, einfach nicht benutzbar. Per Definition nicht. Das ist nicht mehr der Power-Knopf lässt sich drücken, wenn da kein Stuhl ist. Das ist so eine physische. Das ist so aneinander gekettet. Das geht nicht anders. Ich weiß es, ihr wisst es. Der liebe Gott weiß es. Das ist allgemein bekannt. Gut. Also, Tiny Life heißt der Titel. Ist ein Pay-What-You-Want-Titel von itch.io. Das Ding heißt noch Public Alpha. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was die Ziele des Entwicklers sind. Ob das später irgendwie mal für ein Huni oder zwei, Inflation lässt grüßen, kaufbar sein wird und nur noch ausschließlich kaufbar. Im Moment ist es das nicht. Im Moment lädt man es sich herunter und freut sich seines Lebens. Und hat ähnlichen Spaß wie den ich gerade hatte. Und wenn man das Ganze ein bisschen ernsthafter angeht, guck mal ein bisschen Komödie, dann kann man sich damit auch bestimmt, ähnlich wie ich damals als kleiner 13-Jähriger, bisschen länger und ein bisschen eingehender beschäftigen, als ich das gerade versucht habe, in wenigen Minuten zusammenzufassen. Das soll's gewesen sein. Auf holase.de gibt es selbstverständlich einen Artikel zu diesem Spiel, auch wenn der wirklich nicht üppig ist, aber er existiert. Und ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen, außer viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut rein und tschüss.